jetzt kommt Versuch Nummer 2. Den Angriff der, ich glaube, Bewohner der Fläche oder roter Spaltleute oder wer auch immer das jetzt war, zurückzuschlagen. So, schauen wir mal. Also, noch ist niemand da. Wir wissen, hier unten greift eine Menge Leute an. Hier haben wir 3. Der ist noch nicht fertig, der muss fertig werden. Kein Materialstahl, kein Stahl mehr. Ha, 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 ha. Dann beenden wir einfach hier das. Und gucken, wie wir schnell Stahl bekommen. Und ich sehe, wir brauchen auch jede Menge Essen hier. Es ist kaum noch was übrig, hier nur ein bisschen Reis, 2 Beeren, 2 Enten und Go-Juice. Gut, hier wächst wenigstens was. Euch kann ich mir momentan auch nicht leisten. So, ach je, hier sind noch mehr von denen. Wo haben wir denn jetzt zum Beispiel, hier haben wir noch Arbeit im Bergbau, wie wir Sozialdemokraten sagen. Okay. So, die haben noch alle auch ihren Waffen, ne? Ja, sehr gut. Ach, warum Verwirrung? Was soll das hier? Mensch. Es ist Tag. Ich mag es nicht, tagsüber zu arbeiten. Und dann gehst du zur Armee? Ernsthaft? Abscheuliche Schlafsaal, unansehnliche Umgebung. In der Kälte geschlafen, ohne Tischchen gegessen. Gestörter Schlaf. Gott, das wäre einer von den 7 Zwergen hier. Aber es sind 7, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sind 7. Okay. 7 Zwerge. Männer allein auf einem Planeten. Okay. Ja, Romamos, Eon, Domos. Och, die sind alle scheiße, die Soldaten. Kostos hat seine Wut auf Baske fixiert. Er wird Baske verfolgen und beleidigen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war abscheulicher Schlafsaal. Das ist hier ein wunderbares Denkmal, in dem ihr schlafen dürft. Kein abscheulicher Schlafsaal. Ich das mal sagen darf hier. Ist vielleicht ein bisschen kalt da drin, aber das ist alles. So. Dann nehmen wir einfach mal an, dass die wieder versuchen werden, sich hier durchzugraben. Dem könnte man abhelfen, indem man hier vielleicht ein bisschen was rumbaut. Shit, da kommen sie schon. Kommen diesmal von hier? Kommen da noch andere? Da kommen auch noch welche. Die kommen vielleicht hier durch. Aha. Aber dann müssen wir wohl erstmal hier hin und jetzt sind natürlich Kostus. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ihr verteidigt mal das hier. Und die hier
Wartet mal, dass die ankommen. Dann müssen wir ja das größere Geschehen hier im Bild behalten, weil vielleicht weitere Gruppen... Ah, nicht da raus! Was macht ihr? Seid ihr bescheuert? Ist das Merlin? Ist das unser Merlin? Das ist unser Merlin, der Stubenhocker, freundlich, Misogynie. Unser Merlin greift uns an. Die werden alle von diesen Leuten der Fläche, werden die alle entführt und dann werden sie umgedreht von denen. Dass sie uns dann angreifen. Nussi, was machst du? Okay, was ist hier oben los? Die kommen noch nicht, naja. Okay. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir Merlin entweder gefangen nehmen können. Warum ist Konstantia Nahkämpfer? Konstantia hat gar keine Waffe. Wie kommt das denn bitte? Nein! Oh oh. Okay. Weißes Schwein. So. Oh. So viel zu Merlin. Merlin ist leider dahin. So kostet es. Oh, was? Die sind hier unten. Die sind da eingebrochen in Markus' Schlafzimmer. Und nehmen hier den Nachttisch auseinander. Das ist ja wohl nicht in Ordnung. Wer ist das? Weißes Schwein. Sehr gut. Oh. Türkise Spinne. Weißes Schwein. So. Truthahn beschießen ist ja wohl nicht notwendig. Aber hier haben wir noch einen. Sehr gut. Also hier sind wir durch. Und hier oben hat sich mittlerweile auch alles erledigt. Sehr gut. Das ist schon gar nicht schlecht. Haben wir noch mehr Angreifer momentan? Hier unten läuft noch einer. Blaue Antilope. Schamane. Okay. Wir können auch noch königliche Hilfe anfordern demnächst. Das ist auch keine schlechte Idee. So. Okay, ich glaube, hier speichern wir mal wieder ab. 404. Erste Welle. Nennen wir das mal.
Und dann hoffen wir mal, dass wir die nächste auch überstehen. Aber wir müssen hier. Haben wir noch Stein irgendwo? Wir haben noch Granitblöcke. Dann müssen wir mit Granit hier die Wand mal zumachen. Und das ist sogar ein bisschen dringend. Und ach, das war der Lüfter, ne? Okay. Ach so, ist schon identische Blaupause. Gut, dann denke ich mal, dass Markus ein Interesse dran hat. Und Carsten hilft ein bisschen, weil er ein netter Mensch ist. So. Zack. Und die beiden. Sehr gut. Hoffentlich passiert das nicht allzu schnell. Wer ist das jetzt? Trägt Heiko, rettet Heiko. Okay. Wirbelsäule zertrümmert. Meine Wirbelsäule ist zertrümmert. Wirbelsäule wurde von Huntsman's Pilum in Stücke vernichtet. Zernichtet wurde die. Das ist jetzt Kacke. Bleibe ich wohl ein paar Tage im Bett jetzt erstmal. So, wo greifen Sie jetzt an? Von da unten, okay. Hoffentlich sind das alle. Gucken, wo die hinlaufen. Die gehen wieder hier hin, nicht wirklich, oder? Doch. Cool. Okay. Tod in 22 Stunden. Cross hat eh nur Nahkampfwaffe, die rettet mal Konstanze, ja. Noch irgendjemand mit einer blöden Waffe hier? Die Leute der Fläche fliehen. Sehr gut. Und wir haben
sogar Gefangene hier. Sehr schön. Leiche, Leiche, Leiche. Leiche, 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 Leiche. Gibt auf Baske. Gibt auf. Warum? Hm. Noch so eine Gruppe. Das ist ein Massaker hier. Jesus Christ. Uiuiui. Kommen auch echt alle sehr zeitlich nah beieinander, muss ich mal sagen. Da kann man nicht wirklich sich erholen zwischendurch. Nehmen wir mal die Leute, die noch gesund sind einigermaßen. Ach, der ist, die sind beide. Oh Gott. Bench. Markus, Kerstin, Carsten. Und den da. Okay. Nehmen wir euch mal und dann gehen wir wieder hier hin. Oh, da ist noch einer. Der Raptor. Wundinfektion, das ist nicht gut. Kerstin ist bewusstlos, das ist auch nicht gut. Tja. So, dann hoffen wir mal. Jetzt haben wir keine Geschütze mehr. Ach, die wollen jetzt dadurch, okay. Ist doch umso besser, wenn die nicht alle gleichzeitig kommen hier. Sowas. Okay, die sind fertig. Sehr gut. Wie geht's, Kerstin? Tot in einer Stunde, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Da werde ich wohl neu laden müssen gleich. Tot in 5 Stunden, na immerhin. Achso, das ist Carsten. Eieiei. Blaues Rentier. Und die hauen die Betten kaputt. Eieiei. Und Bench liegt am Boden. Und Kerstin ist wieder tot. Okay. Dann laden wir nochmal nach der ersten Welle. Und hoffen, dass es jetzt besser läuft. Sowas.
Okay. Ich habe immer noch zertrümmerte Wirbelsäule, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, kein eigenes Schlafgemach, ja, weil die Tür kaputt ist. So, wenn die jetzt kommen, dann rufe ich. Sissy ist bewusstlos. Wer ist in der Nähe? Okay. Königliche Hilfe anfordern. Wo kommen die an? Und, ach, hier kommen die an. Okay. Also Markus kann hier raus. Sehe ich das richtig? Wenn ich ihn finde, wo ist Markus? Da, okay. So, kann bitte hier hingehen. Konnte die kommen hier unten an, sehr gut. Ben steht immer noch hier. So. Und Janitscharen kann er auch noch holen. Hä? Das habt ihr nun davon. So, aber wir brauchen trotzdem hier noch eine Wand aus Granit. Ah, das ist nicht schon wieder Kerstin. Ist irgendjemand in der Nähe? Okay, also das ist eine Taktik hier.
kann Nunu auch Leute rufen. Ja, sie kann auch Königliche, sie kann Sturmsoldaten holen. Okay. Habe ich jetzt eine Idee, wie wir das hinkriegen? Wir werden dann beim nächsten Mal, glaube ich, neu laden und vielleicht vor dem ersten Angriff, den wir abgewehrt haben, der doch einiges kaputt gemacht hat, dann werden wir, wenn dann diese zwei Gruppen angreifen, werden wir dort diese Janitscharen und die Sturmsoldaten rufen, die ja dann quasi tatsächlich sofort kommen, was gut ist. Und dann werden wir versuchen, unsere eigenen Leute zu schonen. Und vielleicht kriegen wir das dann hin. Aber gucken wir erstmal, wie sich das hier ausspielt. Also die sind hier eingebrochen. Der Typ, der Kerstin retten wollte, ist leider verstorben. Markus ist jetzt plötzlich auch am Boden. Nunu flieht panisch. Ich liege immer noch im Bett ohne Wirbelsäule. Constantia liegt auch am Boden. Ah, nein. Das Riesenfaultier ist am Boden und Kerstin wird entführt. Ah. Ja, ist alles nicht so schön. Vielleicht hätte ich diese Queste nicht annehmen sollen, weil das scheint doch etwas über unserem beziehungsweise über meinem Fähigkeitsgrad zu liegen hier. Aber kriegen wir schon irgendwie hin, denke ich. Ja, super. Und Markus wird auch entführt, super. Bup, Badan ist entführt. Kerstin entführt. Und blaue Antilope trägt den Markus weg. Markus entführt. Ja, das ist alles nicht so schön. Ich habe keine Wirbelsäule, alle entführt. Und noch ein Überfall. Das ist jetzt noch einer mit den ganzen... Guck dir die ganzen Leute an, die da ankommen. Das ist vollkommen ungünstig, was wir hier angenommen haben. Ja, naja, ich guck mal beim nächsten Mal, wie weit wir zurückgehen können, ob wir vielleicht in die Zeit zurückladen können, wo wir diesen Auftrag noch nicht angenommen haben. Das wäre cool. Und dann schauen wir mal. Okay, dann bis zum nächsten Mal.